Hallo und willkommen zurück zu Bugs Quest 7, welches nun gepatcht wurde und das ganze Kapitel ein weiteres Mal durchgespielt. Und wir sind tot. Nein, geht. Ja, ich habe die letzten 2 Stunden damit verbracht, das Kapitel ein weiteres Mal zu spielen. Nach dem letzten Hänger und den Abstürzen danach hier in der Hütte. Der Patch hat das Problem behoben, das ist wunderbar. Können wir diese Blume mitnehmen? Ja. Ups. Das muss eine Prinzessin gewesen sein. Werde diesem Unkraut nie wieder trauen. Hallo, Kfro, Minnesota. Vergiften vielleicht? Das war aber nicht sehr nett, Zuckerpflaumchen. Sehen wir in deinen Augen etwa aus wie Sumpfschlamm, hm? Nein. Vielleicht ist sie ja einfach nicht wichtig. Die Blume. So. Also, wir haben das Gerät. Wir haben, ja, gute Frage. Da hinten ging es noch weiter, wenn es mir recht ist. Genau da. Genau. Aber vermutlich gehen wir einfach drauf. Yep. Nein. Das ist einer von der ganz harten Sorte. Brauche irgendetwas, um ihn aus dem Weg zu schleudern. Aus dem Weg zu schleudern. Die Socke. Das A. Eine Schleuder mit einem Silberkügelchen. Ja, und wir wissen alle, Mannbärschweine sind allergisch gegen Silber. Ja, dann müssten wir hier doch unsere Frau Mutter wieder treffen. Die wurde festgenommen. Scheiße, stimmt. Ja. Wir sind wieder zurück im wunderschönen Wald aus Kapitel 3.
Der Hirsch ist fort. Hä? Vielleicht nein. Ein geheimer Eingang in der Hunderepublik sollte uns ins Höhlensystem führen. So wurde uns zumindest gesagt. Ah, da hinten war es, genau. Das Spiel kennen wir ja schon. Hüpf, hüpf, hüpf und schlüpf. Halt! Wer da? Rosella von Daventry. Ist es die Stadt der Hundesrepublik? So ist es. Aber du kannst nicht reinkommen, bevor du mir nicht das schwebende Albino-Warzenschwein von Rigatoni gebracht hast. Halt! Da kannst du nicht durchgehen. Diese Tür führt zu einer Schlangengrube. Du hast richtig gehört. Schlangen. Er wird besser. Na schön. Aber ich bin mir sicher, die ziehe ich deiner Gesellschaft vor. Au! Okay. Oh, schon wieder eins von diesen pinkfarbenen Wesen. Hallo, du rosa Wesen. Willkommen in der Hundesrepublik. Ich bin Erzherzog Fifine Yip-Yap. Und ich bin Rosella von Daventry. Rosella, deine Mutter hat dich hier gesucht. Wir haben sie gefangen genommen, aber jetzt mögen wir sie sehr. Genieße deinen Aufenthalt hier. Geh unbedingt mit deinem Salzkorn in den Scherzartikelladen. Mutter? Hier? Gefangen? Nein, bestimmt nicht. Das kann nicht sein. Ja, was ist denn nun mit der guten Frau Mutter? Kleinen Moment. Ich guck nicht in die Lösung nach, ich mach nur ein Foto. Ist natürlich ultra professionell, so hier im Stream und vor allem im Let's Play auf YouTube. Also, wir suchen unser Mütterchen oder so ähnlich. Thank you.
Hallo, du kleiner Vogel. Hallo, du nach Käse stinkender Dummkopf. Hey, das war aber nicht sehr freundlich. Ich muss nicht freundlich sein. Ich bin eine Sportdrossel. Kapiert? Oh ja, ich höre schon deine Rädchen rattern. Aber quäl dich jetzt nicht allzu sehr. Sympathischer Vogel. Ich mag den. Du stinkst wie ein Kettenhund nach dem 100-jährigen Krieg. Bedeck dein Gesicht, du verschreckst die Pferde. Als du geboren wurdest, hat die Hebamme deiner Mutter einen Klaps gegeben. Du musst von einem hässlichen Baum gefallen sein und auf dem Weg nach unten jeden Ast getroffen haben. Als du ein Kind warst, musste dir deine Mutter einen Schafspelz um den Hals legen, damit der Hund mit dir spielt. Entweder ist der Pestwagen gerade vorgefahren oder du brauchst wirklich ein Bad. Deine Eltern haben versucht, dich den Wölfen vorzuwerfen, aber die haben dich zurückgeworfen. Ist das dein Gesicht oder isst du gerade eine Pfefferminzfrikadelle? Als du geboren wurdest, sparte sich die Hebamme das Wasser und warf dich aus dem Fenster. Selbst wenn du die richtige Temperatur hättest, würde ich kein Ei auf dich legen, um es auszubrüten. Ist das deine Nase oder isst du gerade eine Runkelrübe? Die meisten Babys findet man unter einem Kohlblatt. Dich hat man unter einem Stinkkraut gefunden. Du riechst so schlimm, dass selbst der Schweinejunge deine Gesellschaft meidet. Du bist so hässlich, dass du selbst ein Glas Wasser stibitzen musst. Hat sich deine Mutter vor einem Warzenschwein gefürchtet, als sie mit dir schwanger war? Haben deine Eltern eine Wette mit einem bösen Zauberer verloren? Du stellst dich so dumm an, dass dich selbst der Dorfdepp nicht nach dem Weg fragen würde. Lediglich deine Krampfadern retten dich davor, völlig blass auszusehen. Du bist so bescheuert, dass du nicht mehr unterhaltsam bist. Der Raum erstrahlt, sobald du ihn verlassen hast. Du bist ungefähr so aufregend wie ein fettes Schoßhündchen nach dem Fressen. Dein Mund ist so groß, dass du in dein eigenes Ohr flüstern kannst. Du bist so langweilig, dass selbst dein Schatten dich nicht begleiten will. Das Einzige, das du länger als eine Stunde in deinem Kopf behältst, ist eine Erkältung. Du kannst doch nicht mal bis 20 zählen, wenn du nicht deine Schuhe ausziehst. Der einzige Weg, wie du deinen Horizont erweitern kannst, ist, ihn unter ein Wagenrad zu legen. Wenn dir eine Idee durch den Kopf geht, befindet sie sich in Einzelhaft. Wenn du etwas sensibler wärst, wärst du doppelt so intelligent. Hä? Wenn du einen Raum betrittst, kreischen die Mäuse und springen auf die Stühle. An dem Tag, als du geboren wurdest, ging dein Vater nach draußen und hat den Storch erschossen. Wie viele hat er wohl noch? Du hast das Gesicht eines Heiligen, hm? Eines heiligen Strohsacks. Aus dem hättest du mehr machen können, guter Freund. Dein Gesicht schlägt alle Rekorde. Wie lange hast du dafür gebraucht, um es so hinzuprügeln? Du hast bestimmt nicht das zweite Gesicht, hä? Wenn du es hättest, würdest du dieses nicht tragen. Warum schickst du deinen Verstand nicht zum Schärfen? Willst du verreisen, hä? Du hast ja schon Säcke unter deinen Augen. Normalerweise vergesse ich nie ein Gesicht. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Ich muss 2 Minuten totschlagen. Erzähl mir alles, was du weißt. Du hast einen hübschen kleinen Kopf. Für einen Kopf ist er hübsch klein. Nein. Wenn deine Zeit gekommen ist, werden Tausende an deiner Beerdigung teilnehmen, um sicherzugehen, dass du auch wirklich tot bist. Ist das dein Kopf oder ein Pickel auf deinem Hals?
Als du geboren wurdest, flog der Storch eine Woche um das Haus herum, bevor er den Mut hatte, dich fallen zu lassen. Sei vorsichtig, wenn du deinen Gedanken freien Lauf lässt. Sie sind zu klein, um alleine nach draußen zu gehen. Du hast das Gesicht einer Blume. Eines Blumenkohls. Dein kleines Hirn tut mir leid. Es fühlt sich so einsam in diesem dicken, fetten Kopf. Danke. Sind das deine Ohren oder Fliegenklatschen? Deine Eltern haben dich schon als Kind verloren, hä? Unglücklicherweise haben sie dich nicht weit genug im Wald ausgesetzt. Habe ich dich nicht schon mal in einem Albtraum getroffen? Warum lungest du nicht mit dem Dorftrottel rum, damit du zu jemandem aufschauen kannst? Du musst ein großer Käse sein. Auf jeden Fall riechst du wie einer. Halt diese Beine bedeckt. Der Hühnerhändler ist in der Stadt. Du stinkst wie ein Kettenhund nach dem 100-jährigen Krieg. Und das war's. Bedeck dein Gesicht, du verschreckst die Pferde. Haben da verschiedene Synchronsprecher angesprochen oder ist er mit der Zeit einfach müde geworden? Man weiß es nicht. Als du geboren wurdest, hat die Hebamme deiner Mutter einen Klaps gegeben. Na, gut. Wir haben keinen Salz. Wir müssen nicht wirklich in die Wüste, um Salz zu holen. Ich hoffe nicht. Aha. Oh, gar keiner da. Das war ich nicht. Das Fenster hier führte in das Zimmer, das auf dem Kopf steht und wurde vernagelt. Okay. Er muss zerbrochen sein oder so. Geschmacklos. Noch gut. Mm-hmm.
Gut, wenn der Spiegel von dieser Seite vernagelt ist, wie sieht's von der anderen Seite aus? Oh nein! Oh. Sie steckt fest! Was? Oh nein! Sie steckt fest! Okay. Tja, was dann? Wir haben hier das Gerät, das wir übrigens aus Malicias, der Erzschurkin, ihrem Haus gestohlen haben. Das einzige Gerät in ganz Daventry, welches Malicia vernichten kann. Es muss im Vulkan in der Trollwelt aufgeladen werden. Und das hier ist der Trollkönig, verzaubert als Skarabäus. Hier der Zauberstab, mit dessen Hilfe wir den Trollkönig verzaubert haben, den man hier umstellen kann und das R auf ein F. Weiß nicht, was es bringt, und es ist mir auch egal. Bringt uns hier nicht weiter. Spiegel kaputt schlagen? Nein. Wir haben immer noch die alte Laterne aus dem zweiten Kapitel. Abgeranzte Socke. Die uns hier auch nicht weiterbringt. Nein. Skarabäus haben wir schon probiert. Extra Leben. Das Agent Orange Entlarvungsmittel? Nein. Oh nein! Sie steckt fest! Geschmacklos. Geschmacklos. Ja. Ist es hier ein einzelner vorstehender Nagel? Ich glaube nicht. Nein. Ah, da kann man gar nichts mehr machen. Okay. Man kann auch nichts machen, während diese Spiegelungen auftreten. Bei der Tür vielleicht. Aufhebeln. Wegzaubern. Trollkönig. Ich habe halt Angst, dass sie wieder festgebackt sind. Wäre nicht das erste Mal.
Soll ich mal nach bekannten Bugs suchen? Wäre vielleicht nicht so blöde. Hier haben wir den guten Nickel-Glitch, den haben wir erlebt. Oh, hier kann man als Rosella, als Troll in die Wüste. Das werde ich mir später ansehen, wie das geht, das ist sicher lustig. Ja, das ist der Glitch mit dem Haus, den kennen wir auch. Also Glitch, Gamebreaker, Aufhänger. Ich habe eine ganz spontane Eingebung. Das müsste funktionieren. Ich wette, mit diesen ätzenden alten Socken kann man sogar Töpfe scheuern. Es hat funktioniert, weil ich ein Lord bin. Nun. Ich kleines Kind vor Hunger schrei, will weder kalt noch heiß den Brei. Vom Brot noch Fleisch bin ich kein Esser. Mir schmecken süße Früchte besser. Und gibst du mir, was ich verlang, dann tu ich alles, sei nicht bang. Der Boden schwanken wird und beben, und du wirst in die Tiefe schweben, wo flüssig Feuer brodelt sehr. Gib Essen mir für dein Begehr. Süße Früchte, weder kalt noch heiß. Okay. Geschmacklos. Geschmacklos. Sowas wie süße Früchte haben wir hier nicht. Ich kleines Kind vor Hunger schrei. Naja. Da können wir nichts benutzen. Nein, nein. Weder kalt noch heiß. Süße Früchte. Nicht kalt, nicht heiß. Ich hätte hier ein extra Leben. Ein Trollkönig, Skarabäus. Agent Orange. Thank you.
Oh. Ich mach das Fenster jetzt zu. Das hat keiner gesehen. Das sind ja goldene Weintrauben. Frage mich, ob... Mist! Die kriege ich so einfach nicht los. Wir müssen einfach alles besser absuchen. Ich spiele mittlerweile übrigens völlig blind. Das sind alles Teile, die jetzt kommen, die Kapitel. Soweit bin ich als Kind niemals gekommen. Ich habe immer nur so die einzelnen Kapitel ein bisschen angespielt, aber ich kam nie wirklich weit. Außer in den ersten beiden. Oder im dritten vielleicht noch. Wie schön, wie schön. Wie schön die einfach gerendert ist. Das war damals, als das Spiel rauskam, war das ein Riesending. Diese 3D-Ansichten von den Objekten. Nun, da. Das ist er! Das muss der Eingang zur vulkanischen Unterwelt sein. Aha. Oh nein! Sie steckt fest! Das hast du bei der Tür auch schon gesagt. Ich bin nicht stark genug, um das zu tun. Um das zu tun. Dann verwandeln wir doch mal den Trollkönig zurück. Okay. Ah! Mit dem Buchstaben geht's. Mit F ging's nicht. Hallöchen! Schnell, Majestät! Der Eingang ist ein Stück weit offen! Beeil dich, bevor uns dieser fürchterliche Spießgeselle findet! Komm schon! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, los. Aha. Ah nee, die Höhle sieht nur gleich aus wie die erste. Das ist... ist nicht dieselbe. Wir müssen uns beeilen, Rosella. Das kann ich mir merken. Hochstapler, du hast uns alle zerstört.